Na, erstmal ist eine Geschichte mit einem guten Ausgang. Das kommt ja bei mir selten vor. Zum Zweiten bin ich in Paris aufgewachsen und zur Schule gegangen und lieb die Stadt, in der ich alle meine wichtigsten Lebenserlebnisse verbinde. Ist ja klar, dass man da einen Bezug hat, nicht unbedingt zu den Postkartenbildern von Notre Dame, Eiffelturm oder Sacré-Cœur, sondern eher die kleinen Straßenecken und die Kneipen und die kleinen Hotels. Aber das ist irgendwie meine Stadt und vor allen Dingen immer wieder die Stadtlandschaft mit der Seine und den Gebäuden daran. Und das finde ich einfach einmalig. Und deshalb liebe ich auch die Menschen, die da drin leben, die Eingeborenen sozusagen, obwohl ich zugebe, dass die oft unerträglich sind, aber dann kann ich mich auch unerträglich machen. Ich spreche ja ihre Sprache. Also diese Stadt zu feiern, das war, was mich zunächst mal überzeugt hat. Es gibt ja drei Personen, es gibt den General, den Konsul und es gibt die Stadt Paris. Über die, der Einsatz in dem Poker, den die spielen. Und das Spiel selbst, auch unabhängig vom Zweiten Weltkrieg, ist einfach ja, eine interessante Fiktion. Es ist ja eine erfundene, wenn man so will, vor realem Hintergrund erfundene Theatersituation mit im Grunde zwei erfundenen Helden, denn wie der echte General gewesen ist und wie der echte Konsul gewesen ist, habe ich mich nie darum gekümmert, sondern habe mit den beiden Schauspielern versucht, zwei spannende Charaktere zu erfinden. Erstmal die Situation ist historisch ja leider allzu bekannt. Frankreich war 4 Jahre lang von uns Deutschen besetzt, bis die Alliierten landeten. Gleichzeitig fand 14 Tage später ein Anschlag auf Hitler statt, den er überlebt hat. Nun marschieren die Alliierten auf Paris los und Hitler gibt den Befehl, ich will nicht, dass die Stadt den Alliierten unversehrt in die Hände fällt. Ich will, dass das alles platt gemacht wird, dass wie in Warschau, was er gerade Anfang August erreicht hatte, nur noch ein Trümmerfeld ist. Und dafür schickt er, weil er den deutschen Generälen in Frankreich nicht mehr geglaubt hat, die sind alle korrumpiert durch Kultur und so weiter, schickt er also sozusagen seinen verlässlichsten Haudegen nach Paris, um diesen Befehl auszuführen. Und der kommt da an, die Brücken werden vermint, die meisten Gebäude werden vermint und sind Hunderten von Kilo von Sprengstoff im Senat und ich weiß nicht wo überall untergebracht. Und dann merkt der General, also der General bekommt vielleicht Zweifel. Was wird denn da tatsächlich durchbewirkt? Denn strategisch hat der Befehl überhaupt keinen Sinn. Die Alliierten konnten ja einfach an Paris vorbeimarschieren nach Deutschland und die Stadt dann irgendwann später einnehmen. Der General hat auch gar nicht die Mittel, die Stadt zu verteidigen, wirklich. Dafür hat dann, das sind vielleicht die eigentlichen Retter von Paris gewesen, General Speidel und andere, die im Norden von Paris waren, die haben einfach nicht die Mittel in die Stadt reingeschickt, an Soldaten, an Material und vor allen Dingen das Kommando über die Bomber, die noch in dem Flughafen Bourget standen, verweigert. Sodass der Colditz insofern recht hatte, dass er Paris nicht in die Luft gesprengt hat, weil er nicht die Mittel hatte. Er hätte sie aber gerne gehabt und wer weiß, was er dann getan hätte. Also außer dem Krieg geht es ja eben auch um Diplomatie und was sie bewirken kann. Ja. Denn das hat er auch meinem verstorbenen Freund Richard Holbrooke gewidmet, der den Bosnienkrieg oder überhaupt den ganzen Jugoslawienkrieg durch zähe Verhandlungen mit Milosevic in Dayton zu einem Abschluss gebracht hat. Also mal zu unterstreichen, in einer Zeit, wo in Palästina, Syrien, Irien, Afghanistan und so weiter überall nur mit militärischen Mitteln gepokert wird, dass da vielleicht eben doch nicht so Verhandlungen am runden Tisch mit 28 Teilnehmern wie in Genf, sondern
mit dem Einsatz von Einzelnen vielleicht mehr zu erreichen wäre, als wir zurzeit erreichen. Das rechtfertigt für mich den Titel.